Als ein Lied in die deutschen Charts kam mit dem Titel Die Kuh, und noch überraschter waren die Leute, als sie merkten, wer da am Schlagzeug sitzt bei den Mini-Picks. Es ist niemand anderes als jemand aus der Lindenstraße, und zwar Benny. Und wenn ich jetzt zu Benny Christian sage, werden alle sagen, ist der Böcking denn blöd? Das ist doch unser Benny aus der Lindenstraße, aber du heißt Christian. Ja, ist richtig. Ja. Hör mal, was mich mal interessiert, wie machst du das denn? Du bist noch in der Schule, und mit dem Drehen, das dürfte doch eigentlich ein ganz schöner Stress sein. Oh nö, eigentlich, es geht. Also ich drehe nur nachmittags und also nach der Schule fahre ich direkt ins Studio und abends komme ich dann nach Hause und dann mache ich meine Hausaufgaben halt abends oder in den Pausen. Ne? Mhm. Und es gibt kein Problem. Kein Problem. Also für mich wäre es bestimmt ein Problem. Aber eine Frage habe ich noch. In der Lindenstraße sieht man eigentlich nie, dass ihr Formel 1 guckt. Guckt ihr das dann nicht? Oder? Ja, kann ja noch kommen. Ne? Kann ja noch kommen. Also wir schauen uns auf jeden Fall jetzt erstmal an die Kuh von den Mini-Picks. Mitten auf der Autobahn steht seit Sonntagmorgen eine Kuh. Steckt auch im Stau und sagt auf Englisch, what a cow. Das sollte unsere Queen mal sehen, wirklich wunderschön. Die Kuh macht Mu. Und was machst du? Die Kuh macht Mu. Und wie machst du? Den höchsten Neuzugang in den deutschen Charts, BVSMP mit I Need You, können wir leider nicht zeigen. Das Video ist noch nicht fertig, kommt also nächste Woche. Jetzt die Top 10 aus Deutschland. Werden wir mit den Minipicks, beziehungsweise ich mit den Minipicks, jodeln. Auf geht's. Hola, du.